Liebe Fernbusfreunde, willkommen mal wieder zu einer brandneuen Folge von dem Fernbus-Simulator. Zu einer besonderen Folge, wie ich finde, denn wir schauen uns heute erstmalig den Neoplan Skyliner an, sprich das erste DLC für dieses Spiel. Der DLC wurde ja schon lange angekündigt und, sag mal, heikel diskutiert auf Facebook und in Foren und so weiter und so fort. Aber jetzt ist er endlich da, beziehungsweise erscheint er ja erst am 30. März. So ein paar Tage müsst ihr dann allerdings doch noch warten. In dieser kleinen Preview möchten wir euch den Bus vorstellen, das heißt die Features zeigen, was euch da so erwartet. Und zu Beginn ist zu erwähnen, dass das Ganze eine Beta ist, das heißt beispielsweise wird das Soundsystem nochmal überarbeitet bis zum Release. Und das Besondere, was mir mitgeteilt wurde, dass es ein realistischer Sound wohl wäre oder eine realistischere Umsetzung, weil ein sogenannter FMOD-Sound verwendet wird. Sagt mir persönlich jetzt nichts, aber vielleicht den einen oder anderen, ich sag mal, Kenner dieser Branche. Und das soll wohl dann auch umgesetzt werden auf den MAN-Lines Coach und der Umwelt. Ja, so, das mal nebenbei und jetzt beginnen wir auch schon unsere Tour. Ich bin echt mal gespannt. Also vorne steht er ja schon und ist halt ein Doppeldecker und gefällt mir auf Anhieb erstmal ganz gut. Wir schauen uns natürlich doch die kleinen Details an und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen die Lackierung, weil man sieht ja immer mehr Busse mit dieser aktuellsten Lackierung rumfahren. Und ich finde das schon spannend, dass man die jetzt auch in-game hier hat. Gefällt mir sehr gut. Gut, das ist er also. Also erstmal von außen begutachten, bis wir dann unsere Tour annehmen werden. Wir stehen in Erfurt und wollen nach Paderborn über Kassel fahren, weil Kassel ist ja auch relativ neu in diesem Game. Und genau, aber jetzt erstmal zum Bus und da muss ich sagen, da ist wieder sehr, sehr viel ins Detail gegangen worden. Vor allen Dingen, wenn man sich das mal hier anschaut, also da ist, ich finde jetzt nicht ein bisschen verpixelt, sagen wir es mal so. Vor allen Dingen, es sieht einfach richtig, richtig gut aus. Es glänzt schön, aber ein paar, wenn ihr da oben schaut, ein bisschen, sag mal, ja, was heißt Rostspuren? So abgenutzte Spuren sind dann schon da. Also ist schon schillig umgesetzt, sag ich jetzt mal. Genau, dann, genau, Euro 6, okay. Wusste ich auch noch nicht. Und, ja, wir schauen uns erstmal von außen an. Wie gesagt, Gepäckluken hat dieser Bus hinten, aber dann später mehr dazu. Und, hat getönte Scheiben. Ich weiß gar nicht, ob der MAN Lines Coach C das auch hatte, beziehungsweise MAN Lines Coach mal. Wenn wir die Reihe komplett reinnehmen, genau, da Skyliner, auch nochmal Euro 6 geschrieben oder beschrieben. Und dann finde ich es mal interessant zu sehen, wie er von innen aussieht, weil von außen, wenn man so guckt, boah, das sieht ja ganz schön bullig aus und was für eine Aussicht man da oben hat, sehen wir gleich. Und dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein von vorne, es reicht ja erstmal. Ha, herrlich, Leute, herrlich, ich freue mich, weil man hat ja schon etwas länger drauf gewartet. Und, ja, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen erscheint es dann nochmal offiziell. Und bevor wir uns dann ins Cockpit setzen oder, ja, an Steuer setzen, schauen wir uns nochmal hier komplett den Bus an. Ha, sehr schön. Also, diese Rundung hier, diese, sag mal, ja, wie nennt man das? Der Eingangsbereich, der sieht schon cool aus. Ich kann mir auch vorstellen, dass halt, ja, die Neoplan Skyliner unterschiedlich sind. Aber da haben sie einen ganz guten ausgewählt. Schön mit Holzboden oder was, ja, wie man das nennen kann. Und natürlich Tische. Auch interessant sind hier diese Sitze. Also es ist alles so schön dargestellt. Und dann natürlich passende Flixbusfarben, das Grüne da oben, die Tische und so weiter und so fort. Eine Toilette, sowohl für Damen als auch für Herren. Und was haben wir hier? Was ist das für ein Raum? Fragt mich nicht. Aber dahin war ja auch von außen so eine Tür. Ich weiß nicht, was das genau ist. Ja, dann haben wir hier so eine kleine Küche. Auch das sehr schön modelliert. Oh, muss man sagen. Also es ist irgendwie nicht verpixelt. Also das habe ich ja auch schon bei den MAN Lines Coach C gehabt. Ich sage mal MAN Lines Coach C, beziehungsweise gibt es ja zwei Busse. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, die Busse sehen absolut so richtig, richtig, richtig gut ausmodelliert. Und da schon mal ein großes Lob. Ja, allgemein. So, auch hier, ach, diese Taschen da. Das ist, also wie halt so ein Bus ist, ne? So ein Reisebus, muss man sagen. Linienbusse sind da anders. Bildschirme. Werden wir gleich mal anschalten. Hier,
sogar auch da wurde Wert drauf gelegt, diese, ja, damit man die Fenster kaputt schlagen kann im Notfall, sagen wir es mal. Richtig, richtig. Ach, Panoramadach? Das ist ja auch interessant. Okay. Wir haben momentan schönes Wetter. Und natürlich hier diese Lichtleiste dran entlang, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Hat schon was, auf jeden Fall. Und natürlich, welche Plätze sind am begehrtesten oder am begehrsten? Nee, keine Ahnung. Natürlich die vorne. Richtig, richtig coole Aussicht. Und hier hat man sogar einen Bildschirm eingebaut. Ich persönlich bin noch nicht im Neoplan Skyliner mitgefahren. Deswegen kann ich auch nicht natürlich so viel sagen, ist das jetzt so richtig? Aber ich glaube mal schon. Weil da wurde ja wirklich ein originaler Bus, sag mal, verwendet. Und Videoaufnahmen von gemacht und Soundaufnahmen und was auch immer. Also ich glaube nicht, dass uns die Jungs und Mädels da veräppeln wollen. So. Ja, da auch nochmal ein Bildschirm. Viele Bildschirme, muss ich sagen. Auch wahrscheinlich kann man einige Filme gucken. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Machen das einige Busfahrer? Die schieben dann so mal einen Film rein, dass sich das einige angucken können. Man weiß es nicht, Leute. So, da sind wir wieder hier unten. Über diese Treppe nach unten gegangen, ganz schick. Und jetzt müssen wir natürlich hier ran, weil das ist unser Job, diesen Bus zu fahren, diesen Koloss. Und da bin ich mal gespannt. So, Tür ist zu. Ja, wir können uns eigentlich mal hinsetzen, ne? Ach, Leute. So, und dann schauen wir doch mal. Also, Zündung ist wie immer aus. Also machen wir es erstmal an, damit das hier schon mal ein bisschen leuchtet. Und dann wollen wir doch mal gucken. Gehe ich mal die Kameraperspektiven durch und wir gehen mal die Knöpfe durch, die Funktionen und die Features und so weiter und so fort. Also wir lassen uns da Zeit. Wir haben keinen Zeitdruck erstmal. Die Passagiere, sagen wir, können warten. Erstmal geht es hier wirklich in dieser Folge nur um den Bus, um den eigentlichen Bus. Und natürlich das Wichtigste ist auch mit das Fahrfeeling. Und das schauen wir uns gleich an. Das heißt, wir schalten erstmal die Klimaanlage an. Oh, hört ihr den Sound? Gefällt mir gut. Mach mal aus. Hui, okay. Das hatte ich bei den anderen Bus nicht so. Oder? Zumindest ist mir das nicht aufgefallen. Ein bisschen wärmer müssen wir es dann doch stellen. Also so warm ist es draußen auch noch nicht. 21,5 habe ich ganz gerne. Dann. Immer alles hier schön beschrieben, was ist. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil manchmal, ach, Fahrgastmonitor, ein natürlich, Leute, da sehen wir es. Ansage brauchen wir jetzt noch nicht. Fahrermonitor. Ah ja, okay, das ist wahrscheinlich der, genau. Oder auch das Navigationssystem, sagen wir mal genannt. Fahrgastlicht, das lassen wir mal aus, weil es ja noch schönes Wetter ist und nicht Abend. Leseleuchten brauchen wir auch noch nicht. WC-Freigabe, ganz wichtig. Sonst beschweren sich die Leute wieder. Ist jetzt. Ist er nicht. Müsste jetzt an sein. Müsste eigentlich an sein, oder? Können wir das nur anmachen? Machen wir den Motor an. Okay, dann probieren wir nochmal das WC anzuschalten. Nee? Okay. Ja, vielleicht ist es gerade wieder defekt. Ist ja öfters. Aber ihr hört? Verschlossen? Offen, würde ich sagen. Okay, lassen wir es mal so. Da Multimedia. Also, Radio ist weiterhin noch nicht drin, aber ich glaube, soll es irgendwann mal geben. Und dann können wir hier wieder... Ne, können wir nicht bewegen. Ich dachte, das konnte man bewegen. Doch, das könnte man bewegen. Genau, so war es. Das hier nicht? Doch, konnte man auch nämlich bewegen. Ach, da war doch was. Aber das war ein bisschen knifflig mit der Maus. So, dann geht's weiter. Das haben wir eigentlich abgearbeitet. Wir machen das ganz, ganz in Ruhe. Hier, Tacho... Und so weiter und so fort. Und dann sind wir hier. Natürlich, Licht muss immer an, Leute. Also ich fahre immer mit Licht eigentlich, weil, ja, wurde empfohlen, ich sage das immer wieder in so Simulationen, wird tatsächlich empfohlen, sag mal, im realen Leben. Und deshalb wende ich das hier auch einfach mal an. So, dann am Bremsomat, okay. Genau, dann haben wir hier das gute alte Lifting. Das können wir machen. Schaut mal. Hoch und runter. Das heißt, wenn wir gleich losfahren, ich mach's schon einfach mal hoch. Und wenn wir dann ankommen, müssen wir es wieder runter machen. Das können wir so machen. So, Spannungswandler. Also es ist einiges hier zu drücken und so weiter und so fort. Einiges braucht man halt eher weniger. Ist aber
ganz schön. Muss man wirklich sagen, dass er wirklich, also es war ja schon, wie ich schon immer sage, bei dem MRN Lions Coach auch so und wurde ja auch nicht, sag mal, weniger gemacht. So, Sonnenrollo gibt's auch hier. Wunderbar. Und dann fahren wir wirklich gleich los. Versprochen. Aber wie gesagt, wir haben ja Zeit. Fahrerlicht, Frontscheibenheizung und Spiegelheizung. Genau. Das brauchen wir alles nicht. Und dann könnten wir theoretisch anfangen. So, das sind nochmal die Kamerasperspektiven. Finde ich sehr, sehr schön. Richtig, richtig cool. Auch diese Vierer-Sitze. Also die, natürlich kennt man die vor allem aus, ja, auch aus Reisebussen und aus Linienbussen. Da sind die auch öfters mal drin. Aber oben sind, meine ich, keine Vierer-Sitze. Nur unten. Special, Leute. Special. Und dann sind wir nochmal oben alle in Reih und Glied. So, und das nochmal die Aussicht von oben. Von außen nochmal. Ich finde einfach, der glänzt so richtig, richtig schön. Also so eine richtig schöne Lackierung. Richtig schön ausmodelliert. Das hat auf jeden Fall was. Und es kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Genau. Dann habe ich eigentlich schon die Features soweit gezeigt. Genau. Repaint-fähig ist er auch. Aber da werden die ersten Repaints kommen im Workshop, wenn der Bus released ist. Da würde ich sagen, fahren wir los. Weil jetzt heißt es Test. Test the Fahrfeeling. So, testen wir es mal. Ich schalte mal einen Gang hoch und mach Handbremse raus und dann können wir eigentlich, genau. Sehr ruhiges Anfahren schon mal. Natürlich, ne? Ich fahre übrigens mit G27, falls die Frage aufkommt. Und da bin ich mal gespannt, was so abgeht. Ich finde, der ist laut von innen, also die Klimaanlage zumindest. So, dann schauen wir mal. Rechts und dann wollen wir mal schauen, was da so abgeht. Hui! Hui! Ich muss direkt sagen, also, das fällt mir direkt auf, wenn man so Kurven fährt. Da ist man bei dem MRN Lions Coach, da so ein bisschen gekippt, da hat man das Gefühl, Leute, wir kippen gleich um. Scheiße. Aber bei dem richtig sanft gerade die Kurve gefahren und jetzt wird es auch nochmal interessant. Ich meine, wir sind nur ein paar Meter gefahren, muss man ja auch sagen. Komm, fahr. Ah, dann fahren wir, danke. Das ist nett. So. So, richtig schön sanft. Leute. Nice. Wow. Genau. Es gibt ja auch eine Rückfahrkamera, aber die brauchen wir momentan noch nicht. Und es wird ja weiter an diesem Spiel geupdatet, gearbeitet, beziehungsweise erscheinen noch weitere Updates. Bin mal gespannt, wann das nächste erscheint. Ob es jetzt zum Release des DLCs noch was kommt, das weiß ich nicht, das wurde mir jetzt nicht gesagt. So. Genau. Ja, an dieser Stelle kann ich schon mal sagen, dass ihr in dieser Folge zwei Keys für das DLC gewinnen könnt. Da haben die Jungs von den TML Studios uns geschrieben, dass die noch zwei Keys für ein Gewinnspiel über hätten. Und dann haben wir natürlich Nein gesagt und ihr seid ja immer ganz gerne interessiert dran. Vor allen Dingen, sag mal, die auch den Fernbus-Simulator besitzen, weil ihr müsst natürlich den Fernbus-Simulator haben, damit das Ganze funktioniert. Und aber da später nochmal mehr zu. Jetzt wollen wir erstmal fahren. Nee, also gefällt mir echt gut. Ich habe mich auch echt gewundert, wo das Logo ist von Neoplan. Aber natürlich ist es sitzt weiter unten. Das sieht natürlich jetzt erstmal nackig aus, das Lenkrad, aber das ist wohl so. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt müssen wir schon eine krassere Kurve fahren, Leute. Wunderbar. Krass, ey. Der fährt sich. Also, wie kann man das sagen? Wie kann ich das am besten definieren? Ja, so geschmeidig, so Butter. Ja, butterweich, so. Hört sich jetzt blöd an. Ist aber so. Und das hat mich ja auch immer an dem anderen Bus gestört.
dass halt, ja, dass er halt so, ja, vom Fahrgefühl nicht so richtig schön war. Wobei auch gesagt wurde, das ist halt so bei dem, ich sehe gar nichts. Bei dem Neoplans, bei dem MN-Lines Coach. So, müssen einmal irgendwie nach außen kommen. Wartet mal eben. Sehe nichts. Okay, wir dürfen. Ja, wir können ja auch von hier oben fahren. Wie sieht das eigentlich aus? Auch mal interessant. Dim, 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 dim. Wow. Aber lieber nicht. Genau. Lass mal wieder so fahren. So, dann müssen wir hier rechts ab. Gleich. Nö, hier schon. Ist natürlich ein Koloss, muss man sagen. Muss man natürlich erstmal steuern. Ach, wunderbar. Auch wieder Druckluft zu hören. Druckluftbremsen. Das muss ich nochmal umändern, dass ich irgendwie direkt weiß, welche Kamera ich da habe. Ah, es ist rot. Wir hatten eben grün. Okay. So optimal stehen wir nicht, aber wir dürfen auch gleich fahren, Leute. Ja, und dann steht der. Ja, das passt ja. Erfurt, Berlin. Ab 12 Euro in Erfurt sind wir. Aber da. Wir fahren nicht nach Berlin. Übrigens habe ich die Nummer 26 vergeben. Also Linie Nummer 26. Ach, und da sehen wir nochmal hier oben die kleinen Gucklöcher. Kleinen Fenster. So, Leute. Ein bisschen müssen wir noch warten. Und natürlich Blinker ist auch da. So, und jetzt dürfen wir. Jetzt dürfen wir auch, Leute. Und dann sind wir gleich da. Und dann geht es, sagen wir mal, in der nächsten Folge los. Beziehungsweise auch gleich schon. Mal schauen. Heute machen wir vielleicht ein bisschen länger. Weil ich muss ja auch noch erklären, wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt. Ist vielleicht ein bisschen wichtig. Falls ihr Bock habt, natürlich was zu gewinnen. So. Genau. Also das heißt nicht, dass ihr vorher schon dann das DLC nutzen könnt. Ihr werdet dann die Keys zum Release bekommen. Und ja, dann wollen wir mal schauen. Dann sind wir gespannt auf euer Feedback, ob euch das gefällt. Oder auch eher weniger. Lol, habt ihr es gehört? Sound vom Bahnhof. Gefällt mir. So, wo dürfen wir denn? Ich würde ganz gerne hier. Machen wir mal Gang raus. Und machen wir mal offen. So. Schönen guten Tag, Leute. Wir loggen uns gerade mal ein. Ich glaube, beschildert haben wir auch schon. Oh, wir haben schon ein bisschen Verspätung. Ne, haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht? Haben wir noch nicht, Leute. Das gibt's doch gar nicht. Aber können wir jetzt machen. Ist ja kein Problem. Ich meine, ich. Habe ich das tatsächlich vergessen? Das darf doch nicht passieren. So, jetzt haben wir es aber an. Da seht ihr das. Paderborn. 6:20 über Kassel. Dann steigen wir aus. Dann müssen wir nochmal einmal die Gepäckluken öffnen. Und dann kann es gleich losgehen. Ups. Natürlich hinten der Motor ist ein bisschen laut. Und dann wollte ich euch mal kurz zeigen. Oh, Moment. Na, gehst du offen? Jawohl. Bisschen weiter weggehen. Dass man da auch so ein bisschen reingucken kann in der Gepäckluke. Ah, so. Da, seht ihr das? Aber ganz schön laut hier. Wir gehen mal wieder raus und gehen mal rum. Oh, kommt da was? Oh, hallo. Wir sind gleich wieder weg. So. Genau. Und dann packen wir jetzt mal das Gepäck ein, wenn sie es nicht schon verstaut haben. Genau, dann können wir eigentlich anfangen. Eingeloggt sind wir schon, genau. Das Ticket, bitteschön. Duisburg? Nee. Ach nee, jetzt echt? Moin, ich würde gerne ein Ticket kaufen. Ja. Paderborn, Paderborn, Paderborn. Wo haben wir es denn? Moment mal. Ah, sind wir jetzt blind oder was? Da. So. Okay, ist das hier ein Lärm? Sehr Ist das hier freundlich. ein Lärm? Ich suche mir gerade eine neue Verbindung. Ach ja, Guten sie. Tag, fahren Sie in meine So, Richtung? was ist denn hier?
Und wie komme ich hier? Servus, ach, ich hoffe, ich bin hier richtig cool. Seth war schon verwirrt. Ich würde gerne so, ein kaufen. Nach Paderborn natürlich. Da haben wir noch ein Plätzchen frei. Wir sind dann extra mit einem Doppelbus hier. Doppeldecker. Cool. Servus, Sie wollen bestimmt mein Ticket. Auf geht's. Ja. Ah? Ciao, ich hoffe, ich bin hier richtig. Jo, auf geht's. Sie sind auch richtig. Bitte sehr. Paderborn natürlich. Danke. Immer mit einsteigen. Sie in meine cool. Natürlich. Dann schauen wir uns mal an, wie die da drin sitzen gleich. Dass wir hier schon mal in dieser Folge, sagen wir mal, die grundlegenden Dinge gesehen haben zum Bus. Und dann geht es natürlich auf der Autobahn wegen Fahrfeeling und nochmal das weitere Prozedere. Boah, das sind aber ganz schön viele. Boxrösch ist weg, deswegen. Ach, sorry. Ja, Entschuldigung. I'm a little bit verwirrt. Vielen Dank. Gut. Alle möchten. Ah, sie möchten auch noch mit. Genau. Und sie bleiben dann hier, ne? Ist schon okay. Ich nehme an. Ja, ist in Ordnung. Okay, ja, ich wollte nochmal nachfragen. Machen wir es mal eben zu hier. So, können wir auch alles Automatik machen. Also Automatik steuern, aber ich mach's jetzt mal mit der Hand zu. Und hier ist übrigens die Kamera. Wenn ihr es so seht, ne? Auch das ist animiert natürlich. Ah, möchten Sie nicht zugehen? Natürlich jetzt. So, wir fahren ab. Schauen wir mal, ob alle drin sind. Ob alle... Ja, genau. Ach, guck mal, der Opa sitzt da unten. Wahrscheinlich hat er Höhenangst oder so. So, gehen wir mal hoch. Zack, zack, zack. So, passt alles, passt alles, passt alles. Guten Tag. Oh! Oh, Sie sind aber groß. Passen Sie aber mal auf, dass Sie nicht den Kopf stoßen. Okay, passt, 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 passt. Passt, passt. Ach, guck mal. Die Oma sitzt am Fenster. Wer ist dabei? Tochter? Enkelin? Ich weiß es nicht. Oh, ist auch ein bisschen groß. Und schauen wir mal hier vorne. Wer hat sich hier... Ach, keiner? Kann ich ja nicht dahin, aber einer muss in den Bus fahren. Oh, gut. Dann wollen wir mal. Gut, wir steigen ein. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir werden erstmal weiter düsen. So. Na? Jetzt haben wir es doch. Werden auf einmal Fahrt starten klicken. Schließen. Blinke einmal nach links. Das heißt, es geht weiter. Und dann kann es losgehen. Liebe Leute, ihr könnt an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem ihr in den Kommentar schreibt, unter dem Video, ganz wichtig, nur unter dem Video gilt das, Hashtag Win the Neoplan. Ich schreibe es nochmal in der Videobeschreibung auf jeden Fall. Hashtag Win the Neoplan und ihr seid beim Gewinnspiel dabei. Das geht bis zum 25.03.2017. Die Keys werden uns zur Verfügung gestellt von den TML Studios. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Das ist ja nicht selbstverständlich. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Wir werden die Gewinner danach kontaktieren. Zum Release des DLCs, beziehungsweise vielleicht auch schon ein bisschen davor. Mal gucken, wann wir die Keys bekommen. Das ist nochmal so ein Ding. Denkt daran, dass das Ganze Beta ist. Falls euch was aufgefallen ist, schreibt sehr gerne in die Kommentare. Das ist natürlich immer wichtig. Auch für die Entwickler und natürlich auch für mich. Vielleicht habe ich was übersehen und vielleicht muss ich auf einige Dinge in der nächsten Folge eingehen, beziehungsweise darauf achten. Leute, jetzt bin ich aber raus. Denkt daran, Hashtag WinTheNeoPlan und dann seid ihr beim Gewinnspiel dabei. Läuft bis zum 25.03. Wie schon gesagt, ich wollte es nochmal eben wiederholen, damit das wirklich klar ist. Und danach werden die Gewinner kontaktiert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal und tschüss.